Dieses Video stellt die urbane Vulnerabilität, die Verwundbarkeit, in den Fokus. Wir setzen hier also an den Auswirkungen der komplexen Wechselwirkung zwischen Urbanisierung und Klimawandel an. Ich lade Sie ein, tiefer einzutauchen in Definitionen, Konzepte, aber auch in Analysen, die es Ihnen ermöglichen soll, die Betroffenheiten in Bezug auf die Auswirkungen auf den Klimawandel in Städten zu verstehen. Aber nicht nur zu verstehen, sondern auch zu bewerten und Lösungsansätze abzuleiten. Urbane Verwundbarkeit. Wer oder was ist warum und wie in der Stadt vom Klimawandel betroffen? Beginnen möchte ich mit einer Feststellung oder auch einer Hypothese. Die Auswirkungen des Klimawandels sind ungleich verteilt, räumlich und sozial. Was damit gemeint ist, werde ich im Folgenden anhand dieser drei Fragen näher beleuchten. Die erste Frage lautet: Was sind die Gründe für die ungleiche Verteilung? Die zweite lautet: Welchen Einfluss hat die Urbanisierung? Und drittens: Was sind lokale Spezifika und wie können diese hochskaliert bzw. übertragen werden? Um diese Fragen beantworten zu können, wollen wir uns nun zunächst ansehen, wie Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, in verschiedenen Forschungsdisziplinen definiert wird. In der Naturgefahrenforschung folgt die Vulnerabilität in der Regel einem recht deskriptiven Ansatz und wird charakterisiert als die negative Folge von biophysikalischen Risikofaktoren, verbunden mit der potenziellen Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung beim Auftreten einer Naturgefahr einen Schaden erleidet. Das heißt, der Fokus liegt hier auf der Verteilung von Gefahrensituationen, von den Auswirkungen auf unterschiedliche soziale Gruppen, die eben in Gefahrengebieten leben, und dem Grad des Schadens, der mit dem Auftreten eines bestimmten Ereignisses einhergeht. Anders verhält es sich im Bereich der Humanökologie und auch der politischen Ökonomie, wo strukturelle Gründe für die Verwundbarkeit in der Gesellschaft herausgestellt werden. Und die Analyse der Vulnerabilität konzentriert sich hier auf soziale und ökonomische Prozesse, und zwar im Kontext des Ausmaßes von Verursachung einerseits und sozialen Unterschieden andererseits. Es werden also insbesondere interne Faktoren eines vulnerablen Systems, wie zum Beispiel soziopolitische, kulturelle und ökonomische Faktoren, mit ihrer Exposition gegenüber einer Naturgefahr in Verbindung gebracht. Dies zusammen erklärt die unterschiedlichen Auswirkungen, aber auch die Möglichkeiten, damit umzugehen, sich anzupassen und sich von den Folgen einer Gefahr, eines Ereignisses zu erholen bzw. mit zukünftigen Ereignissen umzugehen. Schauen wir uns nun noch einmal genauer an, wie im Bereich der Klimawandelforschung mit dem Begriff der Vulnerabilität umgegangen wird. Hier haben sich zwei Forschungsfoki herausgebildet. Zu einem die Betrachtung der Vulnerability as an Outcome und zweitens die Contextual Vulnerability. Vulnerability as Outcome konzeptionalisiert Vulnerabilität als die Folge ökologischer, sozialer, kultureller, institutioneller und ökonomischer Strukturen und von Prozessen, die eine ungleiche Verteilung von Expositionen, von Kapazitäten und auch von Ressourcen hervorrufen. Vulnerabilität gegenüber den Folgen des Klimawandels ist daher charakteristisch für ein spezifisches System, wie zum Beispiel die Stadt, und setzt sich aus der Exposition, der Sensitivität, auch als Anfälligkeit zu bezeichnen, und der Anpassungskapazität zusammen. Wohingegen der zweite Fokus, also die Contextual Vulnerability, eher eine multidimensionale Betrachtung der Wechselwirkung zwischen Klima und Gesellschaft vorsieht, die eben durch die kontextuellen Rahmenbedingungen wie dynamische, soziale, wirtschaftliche, politische, institutionelle, aber auch technologische Strukturen und Prozesse beeinflusst wird. Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandelfolgen oder den Klimaänderungen kommt hier zu den bestehenden Verwundbarkeiten hinzu. Und diese sind generell struktureller Natur
und werden oft mit Armut, aber auch mit Ungleichheit in Verbindung gebracht. Im Folgenden werden wir insbesondere die letzte Definition bzw. den letzten Forschungsschwerpunkt zugrunde legen und hier drauf weiter fokussieren. Welches Wissen brauchen wir also nun, um die Frage beantworten zu können, wer oder was, warum und wie in der Stadt vom Klimawandel besonders betroffen ist? Wir benötigen nicht nur Wissen über die potenziellen Risiken eines sich verändernden Klimasystems und auch deren Auswirkungen, sondern wir müssen dabei auch insbesondere die oft historisch bedingten und sehr komplexen Zusammenhänge berücksichtigen, die eben die Vulnerabilität im weiteren Sinne strukturieren. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass Vulnerabilitäten sozial differenziert nicht nur zwischen Städten, sondern auch innerhalb einer Stadt auftreten können. Das heißt, es kann lokal sehr unterschiedlich sein, wie die Folgen von einem Starkregenereignis, eine Überflutung zum Beispiel ausfällt. Das heißt also, dass die Verwundbarkeit räumlich sehr unterschiedlich sein kann. Und dies basiert auf verschiedenen Faktoren und unterstreicht noch einmal, wie wichtig es ist, die Städte mit ihren Kontexten, mit ihren Spezifiken zu betrachten. Aber was bedeutet dies nun konkret für die urbane Vulnerabilität? Hier nehme ich Sie jetzt wieder mit nach Chile, erneut in die Metropolregion Santiago de Chile, um anhand dieses Beispiels weiter in die Tiefe zu gehen. Noch einmal zur Erinnerung. Die Metropolregion wird aufgrund der Klimaänderung zunehmend mit Problemen der Wasserverfügbarkeit sowie Flut- und Hitzeereignissen zu kämpfen haben. Es gibt, wie gesagt, große Unterschiede zwischen Arm und Reich, die sich auch räumlich in der Stadt widerspiegeln. Fokussieren wir nun im Folgenden auf die Zunahme von Flut- und Hitzeereignissen. So müssen wir hier besonders die Wechselwirkungen von natürlichen und anthropogenen Faktoren betrachten. Sozioökonomische Trends, Veränderungen treiben zum Beispiel die Landnutzungsveränderung voran. Es kommt zu einer stärkeren Versiegelung, Grünflächen zum Beispiel verschwinden. Landnutzungs- und Landbedeckungsänderungen wiederum führen zu einem Anstieg der Hochwassergefahr, wenn eben zum Beispiel Retentionsflächen durch Grünflächen fehlen. Dies wiederum ist dann quasi eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen gegenüber der Gefahr von Flut und oder auch Hitze besonders exponiert sind. Bleiben wir in der Metropolregion Santiago de Chile und sehen uns einmal an, wie die Gefahren von Flut und Hitze in der Stadt räumlich verteilt sind. Dafür wurden in dieser Karte, die Sie auf der linken Seite sehen, Gefahrengebiete in Blau für Flut und in Rot für Hitze dargestellt. Da wir ja wissen, dass die Stadt sozialräumlich sehr unterschiedlich ist, wurde eine Analyse durchgeführt, um herauszufinden, wer in diesen potenziellen Gefahrengebieten, die Sie auf der Karte sehen, lebt. Dies basiert auf Daten aus dem Zensus und Sie sehen in der rechten Grafik aufgezeigt, welche sozioökonomischen Gruppen eben in diesen dargestellten Gefahrengebieten leben und somit potenziell besonders gefährdet sind gegenüber Flut- und Hitzeereignissen. Dabei indiziert die Gruppe ABC1, die Sie links sehen, die wohlhabendste Bevölkerungsschicht und die Gruppe E, die in Anführungsstrichen am ärmsten. Dies ist eine typische Einteilung, die sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt und in Chile in dieser Form recht häufig verwendet wird. Hier wurde also ein Zusammenhang zwischen der Gefahr gegenüber Hitze und Flut und sozioökonomischen Status hergestellt. Was sehen Sie nun in der Grafik? In der Grafik sehen Sie, dass grundsätzlich alle sozioökonomischen Gruppen betroffen sind, wobei man sagen kann, dass Hitze eben eher ein Problem der Armen ist und Flut eher ein Problem der Reichen. Das mag jetzt erstmal überraschen
Und hier stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Um eine Antwort geben zu können, müssen wir etwas näher beleuchten, was denn das spezifisch Urbane der urbanen Vulnerabilität eigentlich ist. Was ich Ihnen hier präsentiere, ist ein Ansatz urbaner Vulnerabilität, der im Rahmen eines Forschungsprojektes für die Erfassung urbaner Vulnerabilität in der Metropolregion Santiago de Chile entwickelt wurde. Dieser baut auf zwei Grundannahmen auf. Und zwar erstens, dass es eine spezifisch urbane Dimension gibt und zweitens eine Dimension, die sich auf die Wohnlage bezieht und die beide entscheidend für die urbane Vulnerabilität sind. Die urbane Perspektive berücksichtigt die Ausgangslage in Santiago de Chile, dass es eben eine große sozialräumliche Ungleichheit gibt, die oftmals über das Konzept der Fragmentierung bestimmt wird. Entsprechend der Idee der Fragmentierung des Raumes in bestimmte Einheiten wird hier davon ausgegangen, dass sich die Stadt nach sozioökonomischen, aber auch morphologisch-ökologischen Rahmenbedingungen in sozioökologische Fragmente unterteilen lässt, die eine Grundvoraussetzung für die urbane Vulnerabilität sind. Trifft dann eine Gefahr, also eine Flut oder ein Hitzeereignis in der Stadt auf, dann wird die Verwundbarkeit von Haushalten in bestimmten Wohnlagen durch die Exposition gegenüber der Gefahr, durch die Anfälligkeit, die Susceptibility und drittens die Bewältigungskapazität der Bewohner in Bezug auf diese Gefahr charakterisiert. Diese beiden Dimensionen zusammen machen daher die spezifische urbane Vulnerabilität im System Stadt aus. Dabei wird das urbane System selbst durch eine ganze Reihe von Einflussfaktoren definiert. Hier sind kulturelle, politische, historische und auch noch weitere Faktoren zu nennen. Der urbanen Verwundbarkeit liegt also ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde, der nicht wie viele andere Ansätze davon ausgeht, dass zum Beispiel die arme Bevölkerung per se besonders verwundbar ist, sondern der hier präsentierte Ansatz setzt an den strukturellen Grundvoraussetzungen an. Er betrachtet daher explizit die urbane Vulnerabilität und nicht die Vulnerabilität in Städten. Und dies ist erforderlich, um letztendlich Aussagen darüber treffen zu können, warum wer, wie, warum tatsächlich betroffen ist und um nicht nur über Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, sondern hier auch in eine Bewertung hineinzugehen. Nun stellt sich also die Frage, wie wir die urbane Vulnerabilität tatsächlich bewerten bzw. messen können. Hierfür nehmen wir zunächst an, dass wir die Stadt auf der Basis der sozioökologischen Fragmente in Gebiete eingeteilt haben und schauen uns nun die Vulnerabilität der Haushalte, also die Vulnerabilität der drei Dimensionen, etwas genauer an. Die drei Dimensionen Exposition, Anfälligkeit und Bewältigungskapazität, die wir für die Bewertung mit Indikatoren unterlegen müssen, sehen Sie in dieser Grafik. Hier links sehen Sie die Indikatoren für die drei Dimensionen, eben auch ganz spezifisch entwickelt für das Beispiel Santiago de Chile. Für die Dimension Exposition gibt es zwei Indikatorengruppen. Einmal die physikalischen Indikatoren, hier gehen zum Beispiel Gebäudetyp, Baumaterial, Dachform oder auch Material des Daches ein. Und der zweite sind die Umweltindikatoren. Hier sind Bäume im Vorgarten oder auch die Bodenbedeckung relevant. Und über diese Indikatoren können eben Aussagen getroffen werden, inwieweit ein Haushalt gegenüber Hitze oder auch Flut exponiert ist. Für die Susceptibility, die zweite Dimension, Susceptibility als die grundsätzliche Anfälligkeit gegenüber einer Gefahr, wurde als sozialer Indikator die Altersstruktur des Haushaltes definiert.
Weiterhin gehen ökonomische Indikatoren wie der Beschäftigungsstatus und auch der sozioökonomische Status ein. Zu den Umweltindikatoren, die die Anfälligkeit definieren, gehören die Wiederkehrperiode einer Gefahr, also zum Beispiel die Wiederkehr von Überschwemmungen in einem Gebiet, sowie der Grad der Betroffenheit durch frühere Ereignisse. Relevant für die Bewältigungskapazität sind soziale Indikatoren, wie zum Beispiel das Vorbereitetsein auf eine Gefahr und das Bewusstsein, dass eine Gefahr überhaupt passieren kann. Soziale Netzwerke und auch das Wissen über Schutzmaßnahmen sind hier von Bedeutung. Auch wirtschaftliche Indikatoren wie der Beschäftigungsstatus und Landbesitz sind hier relevant. Als Umweltindikatoren fließen unter anderem die Nutzung von Grünflächen, insbesondere relevant natürlich bei Hitzeereignissen, in die Berechnung ein. Um die eben vorgestellten Indikatoren auch berechnen zu können, müssen in einem nächsten Schritt die entsprechenden Daten erst einmal erhoben werden. Dafür wurden für das Beispiel der Metropolregion Santiago de Chile, in denen über die eben zunächst sozial-ökologische Fragmentierung ausgewählten Hotspots sowohl Kartierung als auch Haushaltsbefragung durchgeführt. Über die Kartierung, also Begehung vor Ort, wurde der Zustand bzw. die Beschaffenheit der Häuser, der Straßen und auch der Vorgärten erhoben. Dies stellt die Basis für die Berechnung der Exposition dar. Über Haushaltsbefragungen wurden dann Daten erhoben, um Aussagen darüber treffen zu können, wie der Klimawandel und die damit verbundenen Probleme durch die Bevölkerung tatsächlich wahrgenommen werden, wie gut die Haushalte informiert sind und auch in soziale Netzwerke eingebunden sind und welche Maßnahmen von ihnen eben bereits ergriffen wurden. Dies fließt in die Indikatoren für die Berechnung der Susceptibility sowie der Bewältigungskapazität ein. In einem weiteren Schritt gilt es, Indizes für diese drei Dimensionen der Vulnerabilität zu erstellen, um darüber auch eine Gesamtbewertung der Vulnerabilität vornehmen zu können. Dafür werden die Indikatoren zum Teil zusammengefasst und vor allem entsprechend gewichtet. Hier sehen Sie beispielhaft den Index für die Bewältigungskapazität, also die Coping Capacity, für den die Indikatoren entlang einer Achse von geringer bis hoher Bewältigungskapazität gewichtet wurden. Diese Gewichtung basiert auf Literaturrecherchen und auch Expertenwissen und spiegelt letztendlich die getroffenen Annahmen wider. Dieser gleichen Logik folgend wurden auch Indizes für die Exposition und die Susceptibility erstellt. Was macht man nun mit den Informationen aus so einer Vulnerabilitätsbewertung? Ein mögliches Ergebnis, um eine Vulnerabilitätsanalyse auch visuell darzustellen, sind Karten, wie Sie sie hier sehen. Hier sehen Sie beispielhaft einen Hitze-Hotspot herausgewählt. Und wenn Sie sich links in dem Ausschnitt die vier dunkelrot unterlegten Parzellen einmal ansehen, so zeigt dies, dass die Haushalte, die hier leben, entsprechend der analysierten Indikatoren und der Indexerstellung eben eine hohe Exposition gegenüber Hitze aufweisen. In dem mittleren Ausschnitt kann man dann erkennen, dass diese Haushalte eine geringe bis mittlere Anfälligkeit aufweisen. Entscheidend ist aber vor allem, was Sie im rechten Ausschnitt sehen. Denn hier fällt auf, dass dieselben Haushalte nur eine geringe Bewältigungskapazität aufweisen. Das heißt, sie sind stark exponiert, verfügen aber selber nur über geringe Kapazitäten, um im Fall einer Gefahr, einer Hitzewelle, damit umzugehen. Hier stellt sich nun natürlich wiederum die Frage, was folgt daraus? Hier besteht also Handlungsbedarf.
Im Kontext des Klimawandels gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten zu handeln. Erstens, die Auswirkungen des Klimawandels grundsätzlich zu vermeiden, durch Klimaschutz, also Mitigation. Und zweitens, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Letzteres, also die Anpassung, kommt hier in diesem Beispiel von Santiago de Chile zum Tragen. Wobei eben unter Anpassung verstanden wird, processes, actions or measures that aim at coping with or adjusting to changing conditions, external stresses, dangers, risks and even opportunities. Es sind Maßnahmen, die nicht ein gesamtes System betreffen, sondern sich auf bestimmte Ereignisse beziehen und eben Veränderungen, Anpassungen hervorrufen können. Das heißt, gerade in Gebieten, zurückkommt auf das Beispiel, wo Haushalte jetzt besonders vulnerabel sind und nicht über die erforderlichen Bewältigungskapazitäten verfügen, müssen von politischer und auch administrativer Seite eben Maßnahmen ergriffen werden. Dafür können die Karten, die ich Ihnen gezeigt habe, helfen, um zunächst einmal auf den Handlungsbedarf hinzuweisen und daraus dann eben entsprechend spezifische Maßnahmen zu ergreifen. Um also von politischer Seite oder auch von institutioneller, administrativer Seite diese erforderlichen Maßnahmen ergreifen zu können, stellt sich die Frage, wie ist das Wissen, welche Kapazitäten haben die entscheidenden Personen? Und das näher zu beleuchten, die Kapazitäten, institutionellen Anpassungskapazitäten, wird Bestandteil des nächsten Videos sein.